Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs in Transport FIFA 2. Wir lassen hier einmal den Zug in Ruhe. Mit dem Zug, oder zumindest mit der Ladung, hat das heutige Video aber was zu tun. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass wir hier einmal diesen Betrieb hier mit anbinden wollen, das Getreide. Was ich gerade aber nach dem Spiel schon gesehen habe, ist, dass wir hier, wenn wir ein bisschen rauszoomen, in der näheren Umgebung 4 Betriebe haben, die wir alle mit anbinden können. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen hier hinten an, bei Marbach Bauernhof 2, dann Mooswerk, Marbach und so weiter. Gehen wir dann einmal hier lang, weil wir können wir eben die Stadt hier umbenennen, ne? Haben wir dann noch nicht. Wir haben Rheinberg, irgendwo da hinten, da haben wir Rheinberg, Emmerich, Mörs, Kleve, Dienstlaken, Xanten. Dann würde ich sagen, ist das hier einmal, da das ja eine relativ kleine Stadt ist, ist das Rompet. So, das gibt es hier im Niederrhein nämlich auch. So, haben wir die Stadt einmal nach Trompet umbenannt. Ich meine, die Sachen bleiben, es ändern ist natürlich nicht ihren Namen, logisch. Könnten wir noch alles umändern, ist aber nicht weiter schlimm. So, das heißt, wir fangen hier oben einmal an, ziehen dann bis hier durch und gucken wir mal, dass wir das hier alles zu dieser einen Brotfabrik hier hinten hinkriegen. Da hatten wir noch einen, den wir anbinden können, aber gut. Schauen wir mal, ob wir das heute in dieser Folge alles schaffen. Können auch dann schon mal eine Stichstrecke hier nach Molsberg. Nein, nicht Molsberg. Was haben wir denn noch hier in Niederrhein und Städte? Oder Gemeinden? Kamp-Lindfort, genau, das fehlt noch. Ja, genau. Kamp-Lindfort. So. Dann haben wir eine Stichstrecke nach Kamp-Lindfort, da die auch Brot haben wollen. Und nach Trompet, da Trompet auch Brot will. Können wir dann direkt eine Stichstrecke hier lassen. Sodass wir dann entsprechend direkt hier hinkommen und dann hier weitermachen können. So. Genau. Dann nehmen wir uns mal hier Gleis. Dann brauchen wir... Ne, wir brauchen Gebäude, ne? Genau, wir brauchen Bahnhof. Wir brauchen einen... Ne, wir brauchen... Nein. Oh, ein Güterbahnhof hier. Zugdepot brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Güterbahnhof, da haben wir doch welche. Meine Güte. Güterkopf oder normaler Güterbahnhof? Ich meine... Na, machen wir hier mal einen Güterbahnhof hin, einen normalen. Zweigleisig am besten. Dann haben wir ihn direkt ausgebaut. Standard ist okay. Oberleitung auf jeden Fall. Die muss drin sein. So. Wir drehen. Ah ja. So war nochmal drehen. So, wir wollen ja hier, dass der... Bauernhof, da müsste halt leider ein Feld. Ich will aber nicht, dass der ein Feld einbüßt, eigentlich. Können wir den hier hinten anschließen, ohne dass der ein Feld einbüßt? Nee. Hier würde gehen, so gerade, aber. Da büßt er auf jeden Fall da das Feld oder die Straße. Warte mal, reißen wir hier kurz die Straße ab. So, die können wir gleich nochmal neu bauen. So, dann können wir den nämlich hier einmal so rum hier hinstellen. Na, komm. Kann doch nicht sein, dass der so blöd liegt, dass das nicht funktioniert. Na toll, da wird es funktionieren. Da musst du halt hier das Feld leider einbüßen. Tut mir sehr leid. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Güterbahnhof hingestellt. Sieht zwar selten dämlich und hat doch die Überleitung. Ja, doch hat er. Sieht zwar selten dämlich hier aus, aber naja gut. Was soll's. Ist jetzt ja jetzt erstmal nicht so wild. So, dann brauchen wir Gleise. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir können hier direkt mit 80er rausfahren, aber mit Oberleitungsmast. 80? Ja doch, 80 ist okay für einen Güterzug ist 80 völlig ausreichend.
Dann gehen wir hier einmal mit 80 km/h weg. Gehen das zweite Gleis parallel daneben. So, und jetzt müssen wir einmal hier hin. Richtig? Richtig. So, den... Wie ist mit denen denn an? Der sitzt ja noch dämlich als der andere. Oh Mann, ey. Naja. Ich meine, ich könnte auch LKWs einsetzen, um die hier hin zu transportieren, aber wäre ja auch schwachsinnig. Setzen wir den so und hoffen einfach mal, dass wir mit den Gleisen da entsprechend rankommen. Wo willst du eigentlich hin? Bleib doch mal bitte da, wo du hin sollst. Danke. So. Nehmen wir die zweite Strecke. Ziehen die auch einmal nach da ran. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Teil der Strecke fertig. Nur hoffen, dass wir... Ja, der muss so viel Felder hier einbüßen. Tut mir sehr leid für ihn, aber was soll ich machen? Ich hoffe, der bringt dann auch noch genug für 3-4 Züge, die wir auf die Strecke schicken wollen. Aber das sollte schon funktionieren. Warte mal, 3-4 Züge. Ah, bevor ich es vergesse. Einmal eine Wendeanlage mit reinziehen am besten. Dann haben wir sie mit drin. Da machen wir mal Kreuzwände mit rein. Ah, geht nicht. Doch, da geht. So, bauen wir einmal eine Kreuzwände mit rein. Dann können die Züge auch entsprechend wenden. Dann passt das auf jeden Fall. So, dann müssen wir noch diesen Bauernhof hier anschließen. Würde ich sagen, setzen wir den Bahnhof hier einmal hier hin, so um den Dreh. Ah, drehen wir mal so rum, der Bahnhof auch angeschlossen ist. So. Dann ziehen wir von da auch einmal die Gleise entsprechend ab. In die Richtung müssen wir gehen. Ah, verliert er auch ein Gleis. Naja. Tunnel? Ne, Tunnel wollen wir nicht. Ich mag das nicht, dass die hier alle die entsprechenden Felder verlieren. Das ist eigentlich eine deutliche Verschlechterung, aber... Naja, gut. So, dann haben wir den auch einmal angeschlossen, den Bauernhof. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch hier auf unsere Hauptstrecke kommen, aber da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Das heißt, wir gehen einmal hier weiter. So, mal gucken, dass wir hier gerade bleiben. Auch wenn wir jetzt gleich einen kleinen Tunnel ziehen müssen. Das ist, soll ja egal. Warum denn jetzt den Gleisanschlusspunkt? Dann halt nicht. Na, dann lass machen. So. Da. Habe ich hier auch den Gleisanschlusspunkt gefunden. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da auf die Strecke. Also eigentlich nur geradeaus. Gut, da könnten wir auch eigentlich was mehr als 80 nehmen, aber... Warum denn nur 60 und warum geht's hoch? Ah, deswegen. Okay, alles klar. Er will hier eine Brücke hinbauen, was ich gar nicht will. Na gut, scheinbar kommen wir um eine kleine Brücke nicht drum herum. Ah ja. Steht halt eine kleine Brücke irgendwo mitten im Dings. Ist jetzt, finde ich jetzt persönlich auch nicht so, aber der hat die falschen Masten. Das sind die richtigen.
Wenn ich Pech habe, darf ich jetzt nochmal alles umbauen. Naja gut. Ist ja jetzt nicht so wild. So. Wo ist denn da? Da ist die Strecke. Was ist denn noch? Kilometer weiter weg bis da hinten hin. Wir könnten mal wieder hier hochgehen. Vielleicht können wir die ja mal ausnahmsweise über eine Brücke überqueren, die Straße. Auch wenn wir dann hier erstmal auf 60 runtergehen, das wäre ja erstmal irrelevant. Wenigstens, wir kommen hier einmal rüber. Ja, sowas sieht doch schön aus. Sowas können wir ja bauen. Da sind wir schon. Wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. So, jetzt fahren wir hier einen schönen großen Bogen einmal rum. Dass wir dann hier einmal ankommen und genau hier einmal in die Strecke reinfallen. Da steht der Ding da, der Mast da mitten im Weg, ne? Ah, kriegen wir den irgendwie weg? So, dass der Mast jetzt nicht mitten auf der Strecke vielleicht irgendwie steht. Ich glaube, ohne Mast auf der Strecke kriegen wir das nicht hin. Hätte ich aber tatsächlich ganz gerne hier ohne einen Masten. Wenn ich jetzt ein bisschen noch schräger hier rangehe. War da auch ein Masten in der Strecke? Kein Masten in der Strecke. Müssen wir halt hier ein bisschen runtergehen vom Dings. Wobei, warte mal, wird dieser Streckenteil hier überhaupt genutzt? Ja, ich glaube ja. Wenn ich den hier komplett löse und so ein bisschen hier nochmal. Ein bisschen hier parallel fahre. Dann hier kurz vorher reingrätsche. Was nicht funktioniert, okay. Aber hier ansnappe, dann dürften wir. Ah, ganz knapp, aber da lasse ich noch mit mir reden. Das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Gleis wird von keiner Linie genutzt. Das heißt, wir können das hier einmal auftrennen, das Gleis. So. Dann ziehen wir uns hier einmal neu rein. Nach da. Das sieht auch blöd aus. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn wir das Ding hier setzen. Ah, okay, dann setzt er den da. Ja, okay, dann ist alles gut. So. Dann haben wir hier schon mal die erste Lieferung fertig. Also auch den ersten Streckenabschnitt fertig. Fehlt nur noch die zweite Stichstrecke. Also hier die Parallelstrecke, die wir jetzt noch ziehen müssen. Sofern ich dann mal da hinten hinkomme. So. Gut, hier die Strecke müssten wir eigentlich nochmal ändern, aber das mache ich vielleicht mal offscreen. Da habe ich jetzt gerade irgendwie keine Lust drauf. So. Wo ist der Punkt da? Ah, zwei Brücken hier im Land hier reingesetzt. Na. Da.
So, jetzt versuchen wir die Strecke hier mal in... Okay. Schön, da habe ich einen Fehler gemacht. Gut, ist ja kein Problem. Kriegen wir gelöst. Kriegen wir alles gelöst zum Glück. Ah, das bringt nichts. Also warum? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier entsprechend wieder auftreffen können. Ah, ist alles zu tief hier. So, legen wir es vielleicht erstmal bis da. Nehmen wir erstmal hier die Gleise wieder weg. So. Ich glaube, bis ungefähr hier müssen wir die Gleise wieder wegnehmen. So, kommen dann hier einmal an. So. Geht zwar hier ein bisschen runter zwischendurch, aber naja, gut. Was ist denn jetzt hier? Danke, jetzt hast du den Punkt erwischt. Ah, so, dann snappen wir die irgendwann mal in das Gleis rein. Lassen die halt entsprechend hier reinfahren. Irgendwo hier kurz vorher. Und alles andere wäre schwachsinnig. So. Dann ziehen wir das gleich hier einmal. Geht nicht? Geht dann nicht. Hätte ich gerne einmal da rein. Ah, so geht's, okay. So. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus hier. Dann haben wir das schon mal gemacht. So, dann ist die Folge aber auch bald schon wieder zu Ende. Ha, schaffen wir es noch, einen Zug auf die Strecke zu schicken? Ich würde mal sagen, wir schaffen es auf jeden Fall noch eine Linie zu erstellen und einen Zug schon mal zu kaufen. Das schaffen wir definitiv. Machen wir das doch mal. So, neue Linie, die fängt hier an. Geht dann einmal nach hier. Schön. Einmal nach hier. Und einmal nach hier. Und dann den kompletten Weg wieder zurück. Das ist die Linie 14. Nein, das ist Getreide. Sagen wir mal Getreidetrompet. Dann müssen. Können wir zumindest eine Assoziation dazu finden, wo es hingehen soll. So. Das ist einmal Getreidetrompet. Und dann holen wir uns mal einen Zug. Auf die Strecke. Oh Gott, jetzt müssen wir ein Zugdepot finden. Habe ich hier überhaupt noch eins? Ah, verdammt, ich habe nur das hier. Nicht das, was ich noch ausbauen wollte. Ah. Ich habe da aber in Dienstlagen irgendwo eins. Meine, ich habe hier doch irgendwo ein Abstellgleis gebaut, oder? War das hier? Ja. Da kann ich auch Fahrzeuge kaufen. So. Klappt alles. So, dann nehmen wir mal die hier, die NIAC-Variante diesmal. Diesmal aber definitiv die. Warum kann ich jetzt eigentlich nicht kaufen? So, jetzt aber NIAC-Variante. Dann brauchen wir Cargo-Anhänger. Und zwar nehmen wir da die hier. Da wir ja... Ja, wir schicken 3-4 Züge auf die Strecke.
Da wir da ein bisschen... Wir müssen auch gleich einen Rückweg definieren, bevor ich es vergesse. So, da wir hier ein bisschen mehr brauchen... Legen wir hier mal eine Kapazität von 200 fest. Ah, machen wir mal 260. So, den Zug brauchen wir allerdings direkt. Ah, wir kaufen ihn erstmal zweimal. Wir gucken mal, wie wir so durchkommen. So, den haben wir jetzt erstmal direkt zweimal gekauft. Was war denn das hier gerade? Achso. So, jetzt gehen wir einmal wieder zu... ja. Genau, da zurück. Weil wir müssen ja noch den Rückweg, wie mir gerade eingefallen ist, konfigurieren. Das heißt, Getreide Trompet. So, fährt von da dann wieder zurück. Ah ne, ist ja logisch. Logisch, dass er von... Ja. Ist schon spät abends. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber es ist ja logisch, was er hier tut. Ne, wobei es gar nicht. Der fährt nämlich auf dem falschen Gleis. Aha, Leute. Ich wollte die Folge eigentlich nicht so lang werden lassen. Du hast hier doch extra zweigleisig für zwei Züge gebaut. Ja, gut. Ich will hier aber nicht so einen einfachen Wegpunkt hinsetzen. Setzen wir so einen kleinen Wegpunkt, so einen kleinen Indusi-Magnet hin. Es sollte in Ordnung sein. So. Dann hinter der machen wir jetzt noch eine Altschanzwand. Das da. Ah, da ist das Problem. Okay, Problem gefunden. Gut, dann kann ich das auch lösen. Hoffe ich. So. Hat er es jetzt automatisch? Nee, hat er noch nicht automatisch umgeändert. Warte mal, wir machen die Linie einfach nochmal neu. So, vielleicht klappt es ja dann. So, also einmal von hier. Nach da. Nach da. Und wieder nach da. Macht er nicht. Ach, kommt, Leute, ich wollte doch dieses Video nicht so lang werden lassen. Da müssen wir doch mit einem Dingswert hier arbeiten. Naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wollen wir nur mal gucken, was müssen wir nur was Praktisches finden, was wir hier hinsetzen können als Wegpunkt. T wie Trompet. Richtungsweg. Vielleicht hier. Ne, das sieht nicht aus. Signal können wir da auch nicht hinsetzen. Vorsinger, aber wir haben ja nichts weiter auf der Strecke. Eine Plattform, das ist ja auch absolut sinnfrei. Ja, müssen wir doch halt mit so einem Wegpunkt hier arbeiten. So einem altmodischen. Aber ich finde tatsächlich nichts anderes, was passt. So, jetzt hat er es richtig gemacht. Fährt er hier nämlich zweigleisig durch und müsste dann hier irgendwo auf ein Gleis wechseln, was ja aber auch nicht schlimm ist. Perfekt. Dann hat er das wenigstens schon mal gemacht. So. Dann würde ich sagen, was das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Folgt mir gerne auf Instagram und Twitter, einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage in jedem Falle bis zum nächsten Mal und ciao.